Die dunkle Wahrheit über Red Bull. Also, der Fußball-Talk hat, also geht um Fußball. Am 21.05.2022 gelang RB Leipzig der Sieg des DFB-Pokals. Sie schafften es, sich gegen den SC Freiburg durchzusetzen. Keine Überraschung. Kurz, bevor wir reingehen, ich verstehe wirklich nicht, also mal ohne Witz, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde das Red Bull-Logo sieht wirklich cool aus. Aber warum verkackt es RB immer geile Trikots zu machen? Also, bin nur ich das oder finde ich, das sind ja die alten Trikots, die neuen finde ich ja auch potthässlich. Warum machen die immer so hässliche Trikots? Du kannst mit dem Red Bull-Logo, kannst du eigentlich voll das geile Trikot machen. Oder findet ihr die geil? Bin ich der Einzige, der es scheiße findet. Findet die alten voll geil? Ehrlich? Okay. Ja gut, dann habe ich vielleicht einen Knick in der Optik. Sie schafften es, sich gegen den SC Freiburg durchzusetzen. Finden keine echt viele Überraschung. Geil? Ich, okay. Leipzigs Kader gut, ist dann, dreimal so viel wert wie Freiburgs. Doch das Spiel an sich ist für dieses Video nebensächlich. Denn Leipzigs Pokalsieg kommt nicht einfach so daher. Es ist ein Weg, der seit Jahren akribisch geplant wird und diese erste große Trophäe ist nur ein Wegweiser. Es ist nämlich ein monströses Imperium, welches den Fußball unterwandert, um ihr großes Ziel zu erreichen. Falls dir Videos wie solche gefallen und du in Zukunft keine mehr davon verpassen möchtest, abonniere jetzt gerne den Kanal und los geht's. Am 6. April 2005 beginnt die Red Bull-Saga im Fußball. Wenn ich dem Kollegen eins empfehlen kann, wenn das Video ist geil aufgemacht vom Schnitt, aber der braucht echt ein neues Mikrofon. Der braucht wirklich eins, das ist so leicht hallig. An dem Tag wurde der Verein SV Austria Salzburg von der Red Bull GmbH übernommen. Der Gründer und Leiter von Red Bull ist Dietrich Mateschitz. Er gründete 1984 Red Bull, nachdem er in Thailand auf ein ähnliches Getränk aufmerksam wurde. Red Bull verkauft bis heute einzig und allein sein Getränk. Um das Getränk an den Mann zu bringen, drückte man die Produktionskosten und konzentrierte sich auf das Marketing. Red Bull wird inszeniert, sei es in der Formel 1, im Eishockey, Skispringen oder Basejumping. Ein weiteres Beispiel für Red Bulls Inszenierung ist der Sprung von Felix Baumgartner. Für den Sprung von Felix Baumgartner gab das Unternehmen ganze 50 Millionen Euro aus. Doch Markenforscher gehen davon aus, dass die Berichterstattung rund um den Sprung 6 Milliarden Euro wert war. Zudem ist Red Bull auf Formel 1 Autos zu sehen, veranstaltet Turniere und Konzerte. Da ist der Schritt in den Fußball marketingtechnisch eine logische Konsequenz, da es die Also ich sag euch, ich hab's schon mal gesagt, sicherlich wird Red Bull auch kein einwandfreies Unternehmen sein. Aber ich jetzt als Laie, der jetzt nicht in jedem Prozess damit drin ist, ich habe natürlich meine eigene Meinung über Red Bull im Fußball und ganz speziell über Red Bull in Deutschland, weil das muss ich sagen, aus verschiedensten Gründen finde ich nicht so cool, weil da halt einfach die 50+1 Regeln halt krass umgangen worden sind, so das ist nicht so meins. Aber generell finde ich es in vielen anderen Sportarten sogar echt cool, wie Red Bull da einfach Sportarten und Sportler fördert. Also jetzt fernab so von diesen Mainstream-Sachen wie Formel 1, die sind ja wirklich in so vielen Randgruppensportarten auch wirklich drin und sorgen dann halt dafür, dass da einfach Aufmerksamkeit drauf kommt, wo du sonst nie was von mitbekommen würdest. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber das ist jetzt nur so meine objektive Meinung von außen. Keine Ahnung, ob das jetzt halt wirklich so ist oder ob da auch so eine krasse Marketingstrategie, die wird sowieso hinter sein, aber ist so mein Eindruck von außen. Beliebteste Sportart der Welt ist. Mit der Übernahme von Austria Salzburg wird der Verein umgestaltet. Der Name, das Logo, das Stadion. Einfach alles wird angepasst und eine jahrzehntelange Tradition wird dem Erdboden gleichgemacht. Ein Jahr später, im März 2006, wird das gleiche Konzept in den USA angewandt. Der Verein MetroStars wird für 30 Millionen Dollar gekauft. Wieder wird ein Verein von Grund auf umstrukturiert, sodass die New York Red Bulls geboren werden. 16 Jahre nach der Übernahme wird von einem Wert in Höhe von 505 Millionen Dollar ausgegangen. 2007 wird dann der Verein Red Bull Brasil gegründet, auf den wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Im Jahr 2008 folgt dann eine Station in Afrika. Digga, ich schwöre, das ist wie in so einem Kriegsvideo, in so einer Kriegsdoku, wo die sich so den, so wie die sich so den ganzen Kontinenten ausbreiten. Ich guck gerade Kriegsdoku, was Verein Red Bull Ghana wird gegründet. Doch bereits 2014 wird der Verein wieder dicht gemacht. Man gesteht sich Fehler im Management ein und beklagt die geringe Anzahl an Talenten für Europa. 2009 startet ein nächster Versuch, diesmal in Deutschland. Nachdem einige Vereine die Anfrage für eine Übernahme ablehnen, klopft Red Bull beim SSV Mark Cranstedt an. Der Verein in der Oberliga wird übernommen, da die anderen Vereine mit einer Umstrukturierung nicht einverstanden waren und Oberligisten nicht unter die strengeren Regelungen des DFB fallen.
Nachdem sie das Startrecht erkauft haben, gründete man Rasenballsport Leipzig. Der Name ist Rasenballsport, weil Red Bull laut regulären nicht erlaubt ist. Einfach Rasenballsport, ich Junge. Der DFB schreibt nämlich vor, dass Vereinsnamen keinen Werbezwecken dienen dürfen. Mit dieser kleinen Spielerei gelingt es Red Bull trotzdem, dass man Leipzig weiterhin mit RB abkürzt. Aufgrund weiterer Regelungen in Deutschland besitzt 99% des Vereins die Red Bull GmbH und noch 1% der eingetragene Verein. Zudem hat der Verein nur 21 Mitglieder und räumt keine Möglichkeit ein, Mitglied zu werden. Der Verein sieht es als nicht förderlich für den deutschen Fußball an, wenn Fans aus Ultraszenen Strukturen als Mitglieder schaffen. Es ist ein Spiel mit den Grauzonen im Regelwerk, damit RB sich einen Platz im deutschen Fußball geschaffen hat. Im Jahre 2012 wird der Verein USK Anif aus Österreich in FC Liefering umbenannt und zu... Schalke hat doch irgendwie so 150.000 Mitglieder, oder? Mitglieder Schalke. Anzahl. 160.000. Geteilt durch 21. Schalke ist 7619 mal so groß wie RB Leipzig. Haben wir es jetzt hier schwarz auf weiß. Bei einem inoffiziellen Farmteam des FC Red Bull Salzburg umstrukturiert. Heißt, Liefering bildet junge Spieler aus, die bei Salzburg noch keinen Platz finden und bereiten sie für den nächsten Schritt vor. Der Verein gehört offiziell der FC Liefering GmbH an. Die Kontrolle liegt allerdings bei der Red Bull GmbH. 2019 folgt der nächste Schritt. Der brasilianische Club Atlético Bragantino wird übernommen und zu Red Bull Bragantino umgebaut. Von da an wird der 2007 übernommene Verein Red Bull Brasil zu einem Farmteam für Bragantino umstrukturiert. Das Wahrzeichen von Bragantino war bis zur Übernahme von Red Bull ein Löwe. Da die Verantwortlichen von Red Bull darauf bestehen, den roten Bullen als Wahrzeichen zu haben, wurde eine Art Kompromiss geschlossen. Von nun an ist der Löwe inoffizielles und der rote Bulle das offizielle Wahrzeichen von Bragantino. Ein Großteil der Fans von Bragantino sind mit der Übernahme des Vereins zufrieden. Sie finden es gut, dass der Verein nun mit professioneller Hand geführt wird und erfolgreicher ist als zuvor. Letzten Endes ist es ein Pakt, den man eingeht. Der Verein wird nun zwar professionell geführt, doch man geht ein, eine Art Ausbildungsstation für das große Konstrukt von RB zu sein. Wer sich über diese Thematik ein Video anschauen will, dem können wir das Video von der Sportschau empfehlen. Wir packen einen Link zu dem Video in die Beschreibung. Und so sieht es aus bisher. Red Bull Brasil dient als Farmteam. Ich schwöre, das ist wie in so einem Welteroberungsspiel, wie so Risiko oder so. Jetzt kommt hier gleich so ein Pop-up, so, ja, du solltest dich noch auf dem afrikanischen Kontinent ausweiten. Für Red Bull Bragantino. Bragantino dient als Zentrale für Talente aus Südamerika, um diese nach Europa zu bringen. Die erste europäische Station für diese Talente ist im besten Fall der FC Liefering. Von da aus können die Spieler den nächsten Schritt zu RB Salzburg machen. Wer bei RB Salzburg besteht, wechselt von dort zu einem europäischen Topclub. Und das kann dann unter... Nee, auch nicht immer. Soll auch solche Situationen geben, wo zum Beispiel Manchester United bei Red Bull Salzburg anklopft und 45 Millionen für Sesko bietet, der dann aber für eine Ablösesumme von 20 Millionen zu Leipzig geht. Das ist auch sehr ehrenhaft von Salzburg, dass die da auf 20 Millionen Ablöse verzichten. Und Sesko, den hat einfach, der wollte nach RB Leipzig. Die Stadt, die Fans, das Stadion hat ihn einfach überzeugt. Und wenn Leipzig ruft, dann, ich meine, traurig aber wahr, ne? Also bei Real Talk, also sind natürlich nur Gerüchte, dass United diese 40 Millionen geboten hat, aber bei Real Talk, also natürlich würde ich ganz gerne, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, zu United oder zu Leipzig zu gehen, ich würde halt 100% zu United gehen, weil halt so viel größerer, traditionsträchtiger Verein. Aber für einen jungen Spieler ist es halt aktuell, glaube ich, sogar ehrlich schlauer, zu Leipzig zu gehen, ne? Weil ganz kurzer Exkurs über United, weil wir die gerade als Beispiel genommen haben. Junge, das tut ja in der Seele weh. Guck mal, wenn du jetzt zu Leipzig gehst, du spielst Champions League, du bist nicht in einem Chaosverein, du hast da deine Ruhe, dir geht keiner auf die Eier, du gehst zu United, Euroleague, alles ist scheiße, Harry Maguire ist dein Kapitän, alle reden über Ronaldo, weiß ich nicht.
Digga, als junger Spieler macht wahrscheinlich sogar aktuell eher ehrlich Leipzig. Ich habe da gestern mit Roman Weidenfeller drüber gequatscht. Ich war ja mit dem auf einem Event. Es ist halt wirklich heftig, wie viele Spieler in den letzten Jahren zu United gegangen sind und innerhalb von einem Jahr sind das andere Spieler. Guckt euch mal Jadon Sancho an. Kann ich als Schalke-Fan sagen, der war ja geisteskrank in der Bundesliga. Da habe ich ein Bild auf Twitter gesehen, der hat innerhalb von einem Jahr komplett seine gute Laune, sein Lachen verloren. Junge, in United, in Manchester bist du ja nur depressiv, wenn du dahin gehst. Unter Umständen RB Leipzig sein. Der Verein New York Red Bulls dient ebenfalls als eine Station für die Fußballer und erfüllt den Werbezweck von RB in Amerika. Spieler, die von einem RB-Verein zu einem anderen gewechselt sind, findet man zu häufig. Naby Keita, Peter Gulaschi, Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer, Upamecano, Laimer, Haidara, Bernardo. Es ist eine Fließbandprofessor. Ja, und da fehlen doch noch welche. Upamecano, Laimer, Haidara, Bernardo. Da fehlen doch noch welche, oder? Sind doch nicht alle. Safe fehlen da noch welche. Noch 27 mehr. Ah. Es ist eine Fließbandprofessionalität auf höchstem Niveau. 2019 verpflichtete man Erling Haaland. Er überzeugte und wurde für viel Geld an Borussia Dortmund verkauft. Auch Gerüchte um RB Leipzig rissen nicht ab, aber Haaland entschied sich für Borussia Dortmund. Bereits 2018 verpflichtete Salzburg Adeyemi, er wurde in der Zwischenzeit für eine Saison an Liefering verliehen, kam mit Erfahrung zurück und wurde für 30 Millionen an Borussia Dortmund verkauft. Auch bei Adeyemi war RB Leipzig lange Zeit im Gespräch. Sadio Mané, ja, der ist ja nicht zu Leipzig gegangen. Der ist ja von, der ist ja nach Southampton gegangen, von Salzburg. Doch am Ende unterschrieb er auch beim BVB. Naja, und bereits 2019 hat man an die Zeit nach Adeyemi gedacht. Benjamin Sesko wurde transferiert, im gleichen Transferfenster an Liefering ausgeliehen und kam dann wieder zurück nach Salzburg. Es ist ein perfekt aufeinander abgestimmtes System mit Zukunft. Während man einen funktionierenden Stürmer hat, denkt man schon an die Zeit danach. Es gibt aber auch Geschichten, die einer Red Bull-Karussellfahrt gleichen. 2013 tritt der 16-jährige Carlos Coronel der Jugendabteilung von RB Brasil bei. 2015 wird er zum FC Liefering verliehen. Nach der Leihe wird er an Salzburg verkauft. Nein. Salzburg verleiht ihn an Philadelphia für 6 Monate. Er kehrt zurück und wird an die New York Red Bulls verliehen. Nach der Leihe verkauft ihn Salzburg endgültig nach New York. Irgendwann war es soweit. Leipzig und Salzburg standen gemeinsam in einem europäischen Wettbewerb. Der Artikel 5 des UEFA-Reglement verbietet die Teilnahme von 2 Vereinen mit demselben Geldgeber an einem europäischen Wettbewerb. Es drohte der Ausschluss eines Vereins aus Europa. Doch der Ausschluss wurde verhindert, indem man den Einfluss von Red Bull verringerte. Salzburg gab Kooperation auf, bekam weniger Geld von RB, bekam für Europa ein eigenes Trikot und Logo und strukturierte RB vom Investor zum Sponsor um. Der Name FC Red Bull Salzburg zeigt, dass Red Bull nur ein Namenssponsor ist. Namenssponsoren sind in europäischen Wettbewerben nicht erlaubt, weswegen sie dort ohne den Red Bull-Zusatz auflaufen. Vorher waren die Trikots so identisch, dass Andreas Ulmer in einer Partie für Salzburg mit einem Leipzig-Trikot auflief und es keinem auffiel. Halt's Maul! Das RB-Konstrukt von Befürwortern ist häufig: Ja, RB hat viel Geld, aber sie kaufen ja nicht teuer ein, sondern bilden die Fußballer der Zukunft aus. Das stimmt nicht so ganz. RB Leipzig hat, um den jetzigen Stand zu erreichen, enorm viel Geld in Transfers investiert. In der Saison 15-16 machten sie ein Minus in Höhe von ca. 24 Millionen Euro. Ein Jahr später ein Minus von 95 Millionen Euro und das als Aufsteiger in die Bundesliga. Rechnet man alle Zu- und Abgänge seit der Vereinsgründung bis heute zusammen, ergibt sich ein Minus in Höhe von knapp 210 Millionen Euro. Jetzt könnte man die Annahme haben, bei RB Salzburg sieht es dafür anders aus. Doch das stimmt nur teilweise. Schaut man sich die Ein- und Ausgaben seit der Übernahme an, sieht man, der Verein hat knapp 200 Millionen ausgegeben und 440 Millionen eingenommen. Somit ergibt sich ein Plus in Höhe von 240 Millionen Euro. Der Haken hier ist, dass der Verein die ersten 9 Saisons nach der Übernahme von einer Finanzspritze profitierte. In der Zeit gab der Verein die nämlich 76 Millionen Euro aus und nahm nur knapp 19 Millionen Euro ein. Somit hat man zwischen der Saison 2005-2006 und 2013-2014 58 Millionen Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Heißt, auch Salzburg brauchte eine Vorlaufzeit, in welcher ordentlich Geld investiert wurde, damit das System nun so läuft, wie es läuft. Eins steht fest: Red Bull versucht sich durch den Fußball zu vermarkten.
Es werden Fußballer in kleineren RB-Stationen ausgebildet und an andere RB-Stationen weitergegeben. Es ist eine perfekte Kette. Bricht ein Spieler die Kette und verlässt das RB-Konstrukt, so bringt das dem Verein einiges an Geld ein. Das Fußballmarketing wäre dann am rentabelsten, wenn RB Leipzig den größtmöglichen Erfolg einfährt. Das ist dann der Fall, wenn sie nicht nur die Bundesliga, sondern auch europäische Wettbewerbe. Das ist ja zum Beispiel in der Formel 1 auch so, gibt es ja auch mit Red Bull, und Alpha Tauri ist ja auch quasi deren Farming-Team. Das haben die auch damals in der... Also es ist halt irgendwo gutes Business natürlich, man kann sich aber auch darüber streiten. Formel 1 ist halt nochmal ein ganz anderes Konstrukt, weil es da halt keine... Es gibt auch traditionelle Teams, aber du kaufst dich halt rein, kannst dich halt reinkaufen. In der Formel 1 ist es ja auch so, dass die haben das, glaube ich, zum Beispiel bei Drive to Survive so richtig stolz gesagt, so ja... Wir haben halt voll den Vorteil, wir sind das einzige Team in der Formel 1, was halt 4 Fahrerplätze zu vergeben hat. Aber in der Formel 1 ist eigentlich ein schlechtes Beispiel. Ist halt noch was anderes. Stellen wir uns vor, RB Leipzig steht... Aber Formel 1 was komplett anderes, meiner Meinung nach, ja, das kann man wirklich nicht im Champions League-Finale. Es schauen Millionen Leute zu, während der Name RB wiederholt wird und das Logo zu sehen ist. Bei einem möglichen Sieg sieht man Spieler im RB-Trikot den wichtigsten Pokal des europäischen Clubfußballs in die Luft strecken. Red Bull wird mit Erfolg, Sport und Spannung in... Max Verstappen hat beim Presserundgang nach dem Rennen bei jedem Stand ein neues Red Bull. Ja, das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, ich werde euch den Namen nicht verraten. Und bevor ihr alle Marcel Kiefer reinschreibt, der ist es nicht, der für Red Bull in der Öffentlichkeit arbeitet, der eine Person des öffentlichen Lebens für Red Bull ist. Und wenn der ein Interview gibt, weiß ich, der hat mal ein Interview gegeben und hatte die Red Bull Cap und keine Red Bull Dose in der Hand. Dann stand der Manager daneben, nach anderthalb Minuten hat gesagt, nee, müssen wir abbrechen, muss nochmal neu machen. Also das ist wirklich krass, wie heftig die das da platzieren. Also ich finde es nicht schlimm, weil das ist halt schlau, aber das ist halt wirklich krass. So, ihr müsst auch bei der Formel 1 drauf achten, wie es gerade einer reingeschrieben hat. Max Verstappen hat immer ein Red Bull in der Hand. Immer. Der hat ja auch so eine Red Bull Trinkflasche, wo Wasser drin ist. Das ist so krass. In Verbindung gebracht. Ein Werbewert von unglaublichem Ausmaß. Und jetzt haben wir euch noch ein Video über den Vorschlag, eine neue Abseitsregelung einzuführen, verlinkt. Was kann ich abschließend dazu sagen? Eigentlich das, was ich immer zu RB Leipzig sage, da könnt ihr mich verhaten. Da soll es auch ein paar Unternehmensstrukturen geben, das habe ich jetzt ein paar Mal so gelesen, die da nicht so cool sind, da bin ich jetzt aber ehrlicherweise nicht drin. Ich sage euch so, wie es ist. Ich finde, Red Bull ist an sich ein Unternehmen, was ich jetzt nicht so schlimm finde, weil ich finde deren Energy Drinks eigentlich ganz cool. Also ich trinke die ganz gerne, bin ich offen und ehrlich. Und was die zum Beispiel in anderen Sportarten machen, wo die Sportarten, vor allem diese ganzen Extremsportarten und so, die eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sie das fördern, das finde ich eigentlich ganz nice. Im Fußball ist es für mich halt nochmal so eine andere Sache, weil ich finde, viele machen halt immer den großen Fehler, dass... Zum Beispiel Formel 1, wo du dich ja einkaufst, was ja quasi ein Franchise ist, zu vergleichen mit Fußballvereinen, die ja von früher wurden ja Fußballvereine von Mitgliedern gegründet. So, und deshalb finde ich es halt im Fußball wirklich sehr, sehr schwierig. Was die international machen, ist mir relativ egal, weil international ist beim Fußball sowieso Hopfen und Malz verloren. Ich sehe einfach nur RB Leipzig wirklich super kritisch, weil da halt offensichtlich 50+1 Regeln umgangen worden sind und das halt alles so ein bisschen shady ist, und dass in Deutschland halt so ein Fußballverein so gegründet werden darf, finde ich halt ein bisschen schwierig. Letztendlich kann man es sowieso nicht ändern, aber ich werde immer kritisch gegenüber RB Leipzig bleiben, weil ich das einfach persönlich nicht feiere. Rein sportlich aber super Arbeit, was sagst du? Jein, also ich verstehe, was du meinst, ja. Andererseits, es wird immer, was auch gerade schon gesagt worden ist, ja, Red Bull ist so ein geiler Verein, die holen immer die ganzen Talente und das ist so cool. Das ist aus sportlicher Sicht so nice. Und ja, irgendwo stimmt das natürlich, aber du hast ja gerade gesehen, die agieren irgendwie weltweit mit 5 oder 6 Vereinen. Da kann Schalke, Dortmund, Bayern, Real Madrid, wer auch immer, nicht mithalten, wenn die eine Jugendakademie und ein paar Scouts haben. Da kannst du nicht mithalten mit einem Konstrukt, was auf jedem Kontinent irgendeinen Verein stehen hat. Na? Das ist halt nochmal was anderes.